It's your boy, Skinny Penis. Und wir rasten jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, aus. Und zwar hier in der Butze. Mal gucken, ab wann er schießt. Andrew, schieß mal auf einen. Schieß mal auf den. Ich werde sie überraschen. Nee, du bist am geschützt. Ja! Wuhu! It's your boy, Skinny Penis. Warum liegt denn da hinten jetzt jemand? Aber Andrew ist noch da. Schieß! Mehr, du musst mehr schießen. Ja! Machst du down! Oh, ich hab die Geisel gar nicht überfahren. Sehr gut. Ich bin schon echt ein. Ich bin wirklich ein sehr guter Fahrer. Fuck. Erstmal weg hier. Erstmal hier in diese. Das Auto lenkt dann down auf die Straße von ganz alleine. Das fuckt vielleicht ab. So. Okay, ich renne hier außen rum und lass mal den, der da steht. Hallo. Oh shit, hier. Sie haben Luftunterstützung gerufen. Boom. Luftunterstützung, lächerlich. Ich hole auch gleich die Brittany. Ja, ist noch. Komm mal her. So, hat das jetzt gerade Andrew gesagt? Mit dem Flugzeug? Das passiert gleich noch. Oh! Nein! Andrew, Achtung! So! Schön weggenatzt, du. Schnell, steh auf, bevor du gekillt wirst. Go, go, go! Bitte schön, Deputy. Da haben wir noch jemanden. Warum liegst du da so rum, Bro? Boah, der sieht ja richtig lässig aus, der Kerl. Wie so ein Pfarrer, der sich eine Weste angezogen hat. Nee. Mit MG ab. Ah, MG, da oben ist ein MG. Ey, sag doch was. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber ich gehe ans MG, Leute. Keine Sorge. Mach ich euch easy. Boom. Hier ist gar kein R. Ich weiß, ich muss aufs Dach. Aber erst, let me take a selfie. Wartet mal kurz. Da haben wir noch was. Moment. So viel Zeit muss schon noch sein. Ich muss mich noch bereichern hier an der ganzen Schose. Ja, Legge. Ich rücke vor. Ja, Erntebefehl. Der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so... Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ja, das haben wir schon gelesen. Dass wir die Dinger vollpacken. Das haben wir schon irgendwo anders gelesen. Ich weiß, da ist die Leiter. Ich will nur noch kurz hier abchecken. Oh Gott, er schmeißt schon mit Bomben. Ich komm hoch. Ich mach dich down. Wie? So. Komm mal her. Du Sack. Das Flugzeug runter, bevor es die ganze Stadt zerstört. Jaha. Boah, fuck! Alter, willst du mich holen? Er ist einfach auf uns abgestürzt, okay. Ich meine, war auch irgendwie abzusehen, wenn man abknallt, während er auf einen zufliegt, so direkt. Wir haben es geschafft. Das ist jetzt unsere Stadt. Ja! Wir kennen den Puff, geil! Und da hinten steht einfach nur Yes auf dem Berg. Er wischt alle Tränen von ihren Augen.
Stelle werden wir auf jeden Fall merken, ob die Audiospur jetzt, ob ich die entfernen musste oder nicht. Also bezüglich... Brüder und Schwestern. Oh. Jemand da draußen hält sich nicht an die Regeln. Hm, jetzt werden wir wieder gefangen. Okay. Aber schon mal keine Jagd, das ist gut. Vorbereitungsliste, Standard, ISO, Frachtcontainer, Luft, bla 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 bla. Okay, wie gesagt, das sind so Informationen, die, glaube ich, nicht so extrem wichtig sind. Lebensgate wird nicht einfach so Däumchen drehen. Wenn wir zuschlagen, schlagen sie härter zurück. John wird versuchen, dich aus der Luft aufzuspüren und er wird bewaffnete Konvois auf die Straße schicken, um dich abzufangen. Pass bloß auf dich auf. Naja. Ist schon gut. Später wohl nochmal Munition sammeln gehen. Ja, sammel doch mal Munition. Mensch, ich habe so wenig Munition, Andrew, das kannst du gar nicht glauben. Sammel bitte mal was. Wir haben so viele Leute gefistet und irgendwie war der Hund ein bisschen besser als du. Hey, alter Kumpel, hier ist Bart. Ich habe eine Weile nichts von dir gehört. Aha. Hoffentlich ist nichts passiert. Jedenfalls wollte ich mich verabschieden. Meine Frau und ich, wir gehen wie besprochen nach Boomer! Kleines Wüstental. Ist nicht viel da, außer etwas Einsamkeit. Es ist nicht perfekt, aber zum Teufel. Manchmal muss man auch wissen, wann es gut ist und man lieber den Rückzug antritt. Pass auf dich auf, hörst du? Es macht mich kirre, dass du in diesem verschissenen County festhängst. Prepper wie du wollen da eigentlich nicht sein. Aber ich weiß, dass du noch da bist. Ich bewundere, dass du den Leuten hilfst. Hätte ich auch gemacht, aber ich muss auch noch an andere denken. Bis bald, Kumpel. Bis bald, Monsieur, okay. Jetzt können wir alle erleichtert aufatmen. Was ist, wenn ich jetzt einsteige und losfahre? Wie geht's dir dann? Guten Tag, Sir. Hm. Hat drin auch noch jemand gelabert? Cool, wir haben jetzt eine eigene Stadt hier oben. Eine richtige City mit Teich und Silo, das wir noch zerstören müssen. Da ist ein Konvoi. Aber wir können leider keinen Helikopter rufen. Das stimmt mich doch leicht verdrießlich. Tausend Dank. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ein Paddel, danke. Hast du noch mehr Paddel? Beach? Wow. Chill. So, wir verkaufen mal alles. Wir sind nämlich ultra voll. So. Okay. Und dann könnten wir gucken, was es noch so gibt an Wummen. Natürlich hätte ich schon gerne diese Hardcore-Schaufel. Vor allem ist dann die Frage, ist die Schaufel dann für immer an einem? Wisst ihr, kann die nicht leer gehen? Die sieht schon echt sau lustig aus und ich würde schon wirklich gerne mehr mit Schaufeln machen. Aber ich glaube nicht, dass sie dann für immer bei uns ist. Also wir können sie dann immer holen, kostenlos. Was auch nicht schlecht ist. So wie auch diese Schaufel hier, die wir ja schon haben. Wir können die anpassen. Haben wir jetzt schon, Dude? Nee, wenn, dann will ich die Smiley-Schaufel. Aber wir stecken da jetzt erstmal kein Geld drin, würde ich sagen. Wir warten mal ab. Aber wir haben es am Start, sehr schön. Wir müssen einfach jetzt öfter hier nach Sachen Ausschau halten und die mitnehmen, dass wir Melee-Waffen haben, die wir nutzen können. So, wie sieht es denn hier im Spread Eagle aus? Ich dachte, das ist, also wenn es hochkommt, eine Tittenbar oder so, aber ich sehe hier irgendwie keine Titties. Da läuft Mucke. Ladies, hier ist Bob. Ich werde gleich entweder etwas sehr Schlaues oder etwas Sinnloses. Jetzt holen wir uns alles. Das vielleicht sogar beides. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Also gehe ich aufs Ganze. Ich muss. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, dann versprecht mir drei Dinge. Ihr tretet der Sekte nicht bei. Ihr schließt jetzt bei Wickel. Und wenn ihr noch fährt, dann kriegen sie den Wickelmacher nicht. Ich liebe euch alle. Und wir sehen uns entweder im Himmel oder in ein paar Stunden. Wo ist der Widowmaker? Ich will ihn so. Bei was? Achso, bei Arcade. Geil. Hallo. Weißt du, was diese Stadt braucht? Eier. Im Ernst jetzt? Ich liebe das jährliche Hodenfest von Falls End ist eine jahrzehntealte Tradition. Die Eierfeier ist einer der wenigen Anlässe, bei denen alle zusammenkommen und ihre Lieblingsbeschäftigung frönen. Cowboy-Kaviar verschlingen. Hm. Diese Stadt braucht einen Mirage. Und wenn dir Rocky
die Mountain-Austern kein Lächeln auf die Lippen zaubern können, dann kommt eh jede Hilfe zu spät. Das Hodenfest. Wurde das Fest wegen dieser gottverdammten Sekte verschoben. Und Casey wird nicht als der Koch in die Geschichte eingehen, der daran gescheitert ist, perfekte Huevos zu servieren. Wir schaffen das. Aber zuerst müssen wir das Zeug für die Eierfeier aus dem Lager holen. Ein junger Kerl namens Kenny hat sie in der alten Scheune für mich eingemottet. Ich bereite hier alles vor. Und du gehst drüber und holst, was wir brauchen. Jetzt muss ich die Eier sammeln gehen. Ja gut, warum nicht? Was haben wir hier? Kulinarisches Kriegstagebuch. Falls End ist frei, aber Eden's Gate hat fast alle Lebensmittel aus der Stadt gestohlen. Eins muss ich dem Bastard lassen, das war eine taktische Meisterleistung von John. Ohne ausreichende Nahrungsmittelversorgung haben wir nicht die Kraft, uns zu wehren. Das klingt zunächst nicht weiter wild, bis man Hunger verspürt. Er hemmt uns und selbst das Adrenalin hält einen nur für begrenzte Zeit bei der Stange. Ich bin sicher, dass ich ein paar Reste zusammensuchen und mich damit eine Weile über Wasser halten kann, aber es gibt einen Unterschied zwischen voll und gesättigt und der ist psychologischer Natur. Ich muss die Eierfeier wiederbeleben. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir nicht nur unsere Bäuche füllen, sondern gleichzeitig unseren Kampfeswillen zurückgewinnen können. Okay, machen wir halt die Eierfeier. Ha. Und die Eier sind aber sehr weit weggelagert. Stinken die etwa? Was ist hier oben? Komm mal da hoch. Oh, schade, Leute. Warum kann ich da nicht hoch? Wer ist schuld? Wem muss ich jetzt zerfisten? Was ist hier los? Notiz von Mary Mays Vater. Mary May, versprich mir drei Dinge. Das hat er uns ja eben schon gesprochen. Und bitte vergiss nicht, egal wie schlimm ein Tag auch sein mag, um Mitternacht kriegst du einen brandneuen Tag geschenkt. Das ist schön. Schön gesagt. Ja, das ist fantastisch, gell? Hat er wirklich schön gesagt. Wir fahren jetzt einfach mal... Oh, das ist bestimmt der Widowmaker, oder? Das ist er bestimmt. Steht es irgendwo, wenn ich einsteige, was es für ein Auto ist, über GTA? Andrew? Sehr gut. Ja, ich warum fährt das verkackte Auto? So, ich habe die Pfeile ausgeschaltet. Können wir jetzt bitte... Also, ich jetzt schon... Vorhin wollte er einfach nicht so richtig nach außen wegziehen. Aber vielleicht war auch die ganze Zeit die Fahrhilfe an. Und ich habe es nicht gesehen. Das verschwindet ja auch irgendwann, ne? Ja, kein Signal. Läuft. Und die geht dann automatisch wieder an, wenn ich irgendwo bin, wo eine Straße ist. Ja, geht's hier. Das ist ja scheiße. Die sollte einfach abbrechen komplett, oder? Oh. Andrew, passt schon. Sag bloß, hier ist jetzt ein Bötchen. Ein Heli. Da fliegt einfach ein Heli rum. Die suchen uns. Ja, wie eben angekündigt, suchen die uns. Jetzt sind wir schon wieder ultra weit weg und haben kein Auto. Ah, ich hach mal ins Knick. Ja, immerhin. Feindgesichtet! Nee. Psst. Feindgesichtet. So, Leute, ich glaube, wir können mal wieder die Schaufel nutzen. 3, 2. Leck mich doch. Ich dachte, ich kann das auch so gespannt halten. Oh, Andrew, du hast fast den Kerl getroffen. Oha! Richtig, ich dachte, man kann die so halten. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Läuft, alles gut, alles gut. Tag, aber drüben wohnt ein alter Veteran, der nicht mehr gut laufen kann. Hoffentlich steckt er nicht in Schwierigkeiten. Ich würde mich wohler fühlen, wenn du mal nach ihm sehen könntest. Können wir machen. Erstmal müssen wir... Oh, ne. Bleib am Leben. Ich rücke vor. Mich reißt niemand in zwei, denn ich sammle hier Scheiß und gehe dann. Aha. Ich bin der Räuber. Ja, Schafe können wir die auch... Oh. Ja, diese Irren. Einfach die Farm verwüstet. Das finde ich echt so cool, dass überall gibt was zu sehen. Überall gibt es was zu finden. Man hat immer irgendwas. Was ist denn hier? Aha. Sprengkapseln. Ah, oh, Leute. Das ist ja perfekt. Für den Spruch, überall gibt es was zu finden. Kann man da nicht raus? Doch. Krass. Ja, wir müssen doch mehr laufen und fahren und fliegen, anstatt zu teleportieren. Also am besten nur, außer wir haben dann eben Bereiche, in denen wir schon waren, die schon komplett aufgedeckt sind. Das lassen wir jetzt auch mal, wir müssen nämlich ein bisschen sneaky-biggy an. Achso, nee, weiß ich gar nicht. Oh, da ist ein Bär. Wir bleiben etwas näher bei der Straße. Da brennt ein... Da ist ein Heli. Ist der abgestürzt? Kriegen wir den noch oder brennt der jetzt gleich ab? Ist das Feuer schon beim... Warum brennt es denn hier? Was habt ihr hier gemacht? Schnell, komm, das schaffen wir. Die haben mir eine Schneise eingebrannt. Ja, komm. Steig ein, Andrew. Ich kann es dir nur empfehlen.
Andrew. Andrew Boy, komm her. Um Gottes Willen, was war denn das? Ist ein Superheldensprung auf uns dran? An uns? Komm. Ja, ich weiß. Du kennst es ja, da ist ein Silo, Andrew. Unser Plan erfährt eine Änderung. Machen wir später. Jetzt will ich doch erstmal hier die Mission machen. Und diesmal landen wir den Helion. Ich steig mich wieder in der Luft aus, verdammt normal. Sind da Leute? Ja, da sind Leute. Darum, die schießen auf die Adler. Landen wir jetzt hier. Oder ist es jetzt... Ach, sag bloß, es sind jetzt doch ganz normale Leute hier. Ja, sind's. Ah, ich hätte auch direkt hier landen können. Verdammte Keke. Und... Oh Gott. Ein Longarm wie ein Stier, wenn es ums Schaufelschmeißen geht. Aber wenn er die Dinger hier verschmeißen soll, dann... Wirft er wie ein Mädchen. Also ihr wisst, was ich meine. So. Umgangssprachlich praktisch, wenn man so will. So. Haben wir hier alles hergestellt. Die können wir nicht herstellen. Okay, läuft. Ich will lieber die Fernzündungsteile. Hör auf, dahin zu schießen. Nur du. Einer der scheiß Geier hat den Schlüssel zu meiner Scheune verschluckt. Was? Ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach, dass ich unpässlich war. Okay. Du musst mir helfen. Ziele, die sich bewegen, treffe ich einfach nicht. Knall diese Geier ab. Einer von denen muss den Schlüssel haben. Naja, mach ich. Aber erst will ich mir deinen Scheiß. Da ist schon einer down. Sehr schön. Er hat sogar schon zwei runtergeschossen. Andrew, mach den ruhig mal down. Das wird nichts. Ja, du sollst doch den Geier killen, der Dödel. Nehmen wir uns, was die Toten nicht mehr brauchen. Ja. Der lebt ja noch. Nee! Na gut, ich bin jetzt auch nicht der Beste im Geier erschießen, ne? Haha. Easy Treffer. Was geht hier an? Kann ich den Geier jetzt überhaupt noch? Leute, wo ist der jetzt bitte schon runter? Das weiß ich doch nicht, wo der runter ist. Halt, ich sehe es auf der Karte, glaube ich. Da sieht man dann so ein X. Moment. Okay. Aber der hat es scheinbar auch nicht gehabt. Der wird gar nicht mehr angezeigt. Na also, es geht doch. Sehr gut. Jetzt hat es doch der andere getroffen. Und Schallisse. Ich habe eben geschossen, Taubenuss. Hat das so ein Schwein gekillt, bruh? Hör zu, der Anhänger ist schon an meinen Truck in der Scheune gekoppelt. Ich lass Casey wissen, dass du kommst und dieser kleine Vorfall bleibt unter uns. Okay? Hey. Danke. Ah. Ist das der Eierautomat? Hier mit ihrem Hoden fest. Hoppala, haben wir hier. Ah ne, wir sind eigentlich schon... gefüllt mit Zeug. Andrew, du? Ja, stimmt, wir mussten ihn ja retten. Warum steht hier jetzt so eine Karre rum? Kurz zur Seite fahren mit dem... Sag mal, jetzt wollte ich umsteigen von hier. Jetzt geht's nicht. C, auf C. Guck mal, jetzt geht's nicht. Und mit E geht's auch nicht. Sehr merkwürdig. Na, geh mal weg. Beschlagnahmen. Andrew, hast du wieder die Mucke angemacht, der Dödel. Also vorhin konnte ich umsteigen in einem anderen Fahrzeug. Aber hier geht's scheinbar nicht, okay. Vielleicht, weil es ein feindliches Fahrzeug war, das kann sein. So. Andrew, komm. Komm her. Geile Mucke. Okay, die Mucke lasse ich mal, das klingt lustig. Ich mache jetzt noch kurz die Markierung. Hallo? Ah, da. Los. So! Brumm, brumm. Ich fahre jetzt am besten nicht einfach hier über Land und Wiese. Komm, so ein bisschen. Aha. Man merkt voll hinten das Gewicht und die Umwucht. Oh, Feinde. Ah, Andrew. Ja, so schnell kannst du gar nicht fahren, Andrew. Wie hier, verstehst du? Bitte nicht umfallen. Schiss, dass das Ding umkippt. Mann, ey, das ist komplett fest.
weiter geht's. Nur noch der Weg hier, dann sind wir gleich da. Verstärkung gerufen. Ist sowas von egal. Sind die hinter uns? Ich sehe sie nicht. Hallo? Wäre das hier so ein komischer... Nee. Wow, was geht? Ist es schon wieder... Ist es dieser verkackte Fahrmodus an oder nicht? Es hat einfach gebremst. Ich habe nichts gemacht. I don't draft this shit. Guck mal, ich lenk nicht. Ich lenk gerade nicht, ne? Und der... Okay, er lenkt nicht wirklich. Ja, läuft. Ich dachte kurz, er lenkt von alleine. Oh Gott. Du kannst froh sein, dass ich so geschickt bin. Betreten wir uns mal die Beine. Dass du so geschickt bist, Andrew? Willkommen, mein Freund. Willkommen. Hallo, Andy. Oh, hi, Dagi. So. Bist du jetzt zufrieden, Eiermann? Was ist mit dir los? Warte mal. Ja, da steht er doch jetzt, da ist er doch jetzt. So, na also. Ja! Eierfeier. Dieses Geld hat dir nur Chaos gestiftet. Hab mich schon gefragt, wann du hier vorbeikommst. Du hast vielleicht Nerven, so in die Stadt zu marschieren. Die meisten werfen nur einen Blick auf Eden's Gate und wenden sich ab. Die anderen lernen eine harte Lektion. Mein Dad war einer der Ersten, der sich gegen sie stellte. Jedes Mal, wenn Peggys kam und Streit gesucht haben, sprang Dad in seinen Truck und hat sie aus der Stadt gejagt. Er liebte diesen Truck. Er nannte ihn Witwenmacher. Wo ist er denn? Und diese Wichser haben ihn eine Woche vor seinem Tod gestohlen. Scheiße. Willst du die Sekte richtig sauer machen? Dann hol mir den Witwenmacher zurück. Zeig der Sekte, dass wir nicht so leicht einknicken. Und gib den Leuten hier einen Grund zum Feiern. Okay, läuft. Bei einem Getreideheber östlich von hier scharf bewacht. Aber ich glaube, du bist für den Job bestens geeignet. Alles klar, wir müssen uns erstmal noch um die Eierfeier kümmern. Doch mal. Du hast schon mal so richtig in die Cornflakes gepisst. Der wird dir alles entgegensetzen, was er zu bieten hat. Pass bloß auf dich auf. Dutch out. Okay. Ich wurde gezeichnet. Jetzt kommen also wieder die... Gleich die Jägerlein. Okay, Deputy. Heben wir den Testosteronspiegel und geben wir den Leuten das Feuer, das sie brauchen. Bisher haben wir unsere Montana-Prachtstücke auf fünferlei Weise serviert. Gebacken, frittiert, gekocht, gedämpft, getrocknet. Und dazu hatten wir sogar ein eigenes Dessert. Nüsse im Schlafrock. Aber das wird dieses Jahr nicht reichen. Wir brauchen was Neues, was Aufregendes. Wir werden ein Buffet kreieren, bei dem jedem Fernsehkoch der Arsch auf Grundeis geht. Drei neue Zubereitungsarten für die Fleischpflaumen. Als Hackfleisch, gebraten und blau. Die ersten beiden sind einfach. Ein Mulcher Traktor, Feuer sollten reichen. Die dritte, also sagen wir es so, einen Spiel zu unterbrechen, wenn er versteckt die Salami spielt, ist das Gefährlichste, was man tun kann. Aber deswegen schmeckt sie auch so lecker. Bring mir das Fleisch, wenn du fertig bist. Dann starten wir dieses Fest mit einem Knall. Jetzt muss ich für hinter diese Hodengeschichte machen. Also wir sind jetzt auch wieder gezeichnet. Das heißt, sobald wir in die Wildnis gehen, jagen uns die Dödel. Das heißt, wir sind einfach ultra fast, dass sie uns nicht kriegen. Andrew? Das ist nicht fast, Andrew. Das ist wirklich nicht fast. Du bist einfach langsam. Schieß ein, Andrew. Du bist scheiß langsam. So, Abkürzung des Todes. Jetzt können wir alle erleichtert auf atmen oder wachen. Okay, werden sie es nicht kriegen, die Säcke. Wir rasten aus. Hei, hei, hei. Oh, ich dachte, da wäre Wasser. Zum Glück ist da kein Wasser gewesen. Oh, shit. Was? Was sind die nicht oben? Bye-bye. Um Gottes Willen. Oh shit, die jagen uns ultra. Nein, schieß nicht mit dem Bliss. Oh shit, die schießen mit dem Bliss! Ah! Schon haben sie uns am Arsch. Fuck! Ey, das ist zu krass, wenn wir gezeichnet sind, wenn die uns jagen, wir haben no fucking chance. Kommt mir nicht sehr würdig vor. Das haben wir nicht zu entscheiden.
Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Die Vergangenheit abwaschen. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen Buße tun. Denn nur dann können wir im Lichte Gottes stehen und durch sein Tor gehen ins Paradies. Der da nicht. Er ist nicht rein. Oh no. Versprochen du die Reinigung, John? Nein, Joseph. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Du wirst erkennen. Jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich entreiße sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsühnung wert bist. Ich finde es vermerkwürdig, dass die uns nicht einfach niederstrecken. Wir machen denen so viel Ärger und die killen doch eh ständig Leute. Was ist an uns so besonders? Also außer wir sind irgend so ein Prophet oder so eine Geschichte. Wenn wir einfach beichten. Wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein. Erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Peggys! Ja! Sieht das cool aus. Ich glaube, wir werden gerettet. Ja! Und sei kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Ja, nice. Wow, 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 wow. Sichere den Kontrollpunkt. Okay. Okay, let's go. Wartet kurz, ich muss das kurz noch entdecken, was ist hier? Ah, oh! Wo ist mein Live? Warum habe ich keine Live-Anzeige? Naja. So, meine Herren! Ha!
Das ist der Pfarrer da? Jawohl, den hat's erwischt. Let's go, Bree! Komm doch her. Ah. Komm ich da irgendwie hoch? Wie kommt man zu dem hoch, zu dem Knilch? Da ist jemand. Zwei Stück. Da ist da jemand noch. So. Ah, der ist runtergekommen. Der andere ist immer noch da oben. Bitteschön. Oh shit. Hier. Naja, los, los. Boom. Wow. Jetzt habe ich. Jetzt komme ich gerade hoch zu dir und dann fällst du runter. Ah, super. Okay, manche fallen wirklich sofort. Also so gut wie sofort. Und andere fressen echt ordentlich. Wo ist jetzt eigentlich der Knilch, unser Pfarrer? Achso, sprich mit dem Pfarrer. Gut. Pfarrerlein, hast du dich versteckt? Ne, ja, ja. Bist ein Drecksack. Komm her. Ah, geht jetzt hin. Okay. Diese Verblendeten, jetzt laufen sie davon. Ja. Hallo, wie geht's? Hier drüben, Deputy. Ja, ja, ich bin schon da. Ich wusste, dass es Ärger bedeutet, als wir dich nicht finden konnten. Doch zum Glück hat der Herr mir die richtige Richtung gewiesen. Wir haben dich wieder, aber es gibt noch andere, die unsere Hilfe brauchen. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Verstehe ich es richtig, dass in diesem einen Bereich von diesen drei Ländereien, ich glaube in dem oberen, dass da die Kogas oder hier unten die Kogas oder wie sie heißen, die Anführer sind? Also diese, ja, die, ihr wisst schon, die in dem Gefängnis. In dem anderen sind es diese White Wolves und hier sind es die Priesterlein. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist so. Da ist jemand direkt da oben. Was? Oh nein! Schnell! Leute, kommt mit! Wartet! Batsch! Död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 
Ooh, Inhuman 360 no scope. They talk about my one taps, Leute. They talk about my one taps. Zack. Ich fühle mich gerade ein bisschen unbesiegbar, nicht wahr? Hallo. Können wir wegrennen? Oh nein! Der hat eine Schaufel. Fuck. Könnt ihr mal aufhören, mich von unten anzuschießen? Wie räudig ist das, bitteschön? So was machen wir da nicht. Hallo. Oh! It's ya boy. Oh, die war wirklich nicht gewollt, die Granate. Wo ist denn jetzt der untere? Wo ist denn der? Ist hier noch ein freier Platz für diese? Ja. Da kommt der Heli. Hier. Und du? Batsch! Und du? Zack! Bam! Der Heli ist da. Au. Au, 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 au. Alter, willst du mich verarschen? Wo ist denn der Kollege? Hier stand die ganze Zeit ein Kollege irgendwie rum. Da hinten. Er kriegt nichts gebacken. Ich muss halt einfach mit der Ultraschaufel regeln, ne? Ich bin sowas von am Regeln damit. Der ist close, ja. Wie, du bist fast entkommen. Du lässt die Leute. So. Ja, ja. Komm jetzt schnell. Ah. Wir lassen keinen Mann zurück. Und auch keinen unnötigen Tödel, der uns nicht hilft. Jetzt aber schnell. Komm. So. Bitte komm ran. Na also, es geht doch. Uns wirklich den Arsch gerettet. Ja. Das, was diese Mistkerle mit uns vorhat. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn der jetzt einfach liegen geblieben wäre. Schon mal kein Dialog, ganz klar. Hätte das auch Ärger gegeben? Jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Ja. Sie nehmen uns gegen unseren Willen mit. Ich weiß, du suchst nach deiner Freundin, aber False End ist nur ein Teil der Gemeinde, die unsere Hilfe braucht. Was für eine Freundin? Wenn wir erstmal stark genug sind, befreien wir alle Gefangenen. Versprochen. Okay. Gut. Bleib bis zur Übergabe bei Merle. Ist das Merle? Die glauben wirklich, ja, das ist der Merle! Uns retten? Eingesperrt in so einem Drecksloch? Leck mich am Arsch. Diese Feiglinge haben mich überwältigt. Sie sagten, sie retten mich. Ich sollte dem Vater vertrauen. Wer zum Geier ist dieser Vater überhaupt? Die hätten mich abknallen sollen. Bisher war ich nur sauer. Jetzt bin ich vom Teufel zwingt. Wisst ihr noch, der vom Trailerpark, den ich mehrfach... einfach umschlagen musste mit einem Schläger und er hat alles noch nichts gesagt. Leute, ich bin wieder da, ist in Ordnung. Yay! Yay, Chaka! Woo! Yeah! Yeah! Zerstöre. Okay. Wo ist hier bewaffneter Konvoi? Ist der direkt in der Nähe? Nö. Irgendwie ja nicht. Was ist denn das? Erreiche die Devonport Farm. Okay. Hier haben wir auch direkt einen Heli. Nice. Okay, Leute, dann geht es das nächste Mal heiter weiter. Yes! Chaka!